Es gibt 195 Länder, also lass uns doch eine Folge starten, in der ich von jedem Land ein typisches Gericht nachkoche und bewerte. Starten wir in meiner Heimat, der Schweiz. Für unseren Kartoffelgratin zuerst Kartoffeln schälen, dünn schneiden und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Eine Knoblauchzehe dazugeben sowie ein Glas Rahm und Milch. Gut vermischen und für 40 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Ofen geben. Kleiner Tipp, die Kartoffeln müssen bis ganz oben mit Rahm und Milch bedeckt sein. Herausnehmen, mit 300 Gramm Käse, am besten Gruyère belegen und nochmal 10 Minuten bei 220 Grad in den Ofen. Dazu kommt eine Bratwurst an Zwiebelsauce. Zwiebelringe schneiden, in Butter anbraten und einen Esslöffel Mehl und Tomatensauce dazugeben. Mit Rotwein und Bouillon ablöschen und mit Pfeffer und Salz würzen. Zum Schluss noch unsere Kalbsbratwurst anbraten und fertig sind zwei Nationalgerichte der Schweiz auf einem Teller. Ich bewerte das Ganze mit 8,3 und bin gespannt auf deinen Kommentar mit einem typischen Gericht aus deinem Herkunftsland.